So, Herr Koster, Sie heißen Hermann Koster. Sie waren hier lange Jahre im Schieferbergbau tätig. Haben Ihre Eltern auch schon hier im Schieferbergbau gearbeitet? Ja, mein Vater war auch 40 Jahre bei der Firma Kesselstadt als Bergmann unter Tage beschäftigt. Mhm. Und da wollte ich halt auch werden. Mhm. Ja. Wann haben Sie denn angefangen, beim Herrn Kesselstadt zu arbeiten? Am November 1947. Wie lange haben Sie dann gearbeitet? Bei der Firma Kesselstadt war ich 42 Jahre. Mhm. Das heißt also 20 Jahre Untertage und 22 Jahre Übertage im Steinbruch. Mhm. Und Sie haben geschossen, also Sie waren Schießmeister? Schießmeister, ja. Und haben geschossen? Ja, also Übertage im Steinbruch, Sprengarbeiter gemacht. Die wurde ja dann nur mit brisantem Sprengstoff ausgeführt. Das heißt Ammongelit 3 hieß das Sprengstoff, das war hochbrisant. Und weil das Material musste ja richtig zertrümmert werden, weil das gebraucht wurde zur Verarbeitung für Betonsteine. Also beim Schießen Übertage verwendet man andere Sprengmittel wie Untertage? Ja, Untertage hat man nur Schwarzpulver benutzt, weil das Material muss ganz bleiben zur Bearbeitung des Schiefers. Schwarzpulver ist nur ein Mittel, was eigentlich dehnt und das geht dann größer brauchen. Gegenüber in der Ammongelit sozusagen macht zertrümmert. Das wurde ja nur verwandt bei Stollevortrieb. Das habe ich auch gemacht. Stollevortrieb habe ich schon gern gemacht. Man hat immer etwas mehr verdient da, alles Akkordarbeiten. Und der Akkord wurde jeden Monat neu gemacht. Wurde immer neu ausgehandelt? Immer neu ausgehandelt. Das heißt ja, je nachdem, wenn man jetzt bestimmte Verdienstspanne war da drin, von bis. Wenn man da drüber war, dann ist es nächsten Monat, musste was billiger machen. Da wurde der Akkord runtergesetzt. Das war in der Zeit, wie ich da gemacht habe, das war der laufende Meter, hat da 50 D-Mark gekostet. Da muss man natürlich Sprengstoff bezahlen, Zündschnur bezahlen, sogar Besatzmaterial musste man auch bezahlen. Das wurde dann am Ende des Monats verrechnet und der Rest wurde dann als Lohn gezahlt. War das eine gefährliche Arbeit? Also Schieferbergbau war ja generell eine sehr gefährliche Arbeit. Schieferbergbau war immer gefährlich, ja. Mhm. Ich hatte auch mehrmals Glück gehabt. Mhm. Also ich muss heute noch danken dafür, dass ich erlebt habe. Also hauptsächlich sind auch einige tot geblieben. Mhm. Und die Zeit, wo ich da war, auch noch einer verfiel. Das war der Otto. Noch Anfang, das war 47 und dann noch 53 war der Scheuer noch jung, der war neben bei mir an der Arbeit beim Verbauen des Stollens, wurde da zugedeckt. Man musste sogar mit Sprengstoff, der Brocken, freischießen, dann mal wieder freischießen. Ja. Da waren so normale Unfälle, mehrmals von der Leiter abgestoßen worden. Und war dann irgendwo der Brocken gefahren. Wir sind halt öfters morgens da hinkommen und dann haben Brocken da gelegt, wie der Schutt waren da, dann noch größer. Da haben wir gesagt, der Einzelmenschen haben hier die Nacht gewirkt. Ja. So, in Thom oben gibt es ja das sogenannte Bergmannsgrab. Ne, da steht ja dieser große Grabstein oder großer Schieferstein, da stehen die Namen drauf von Kaiser, Quint und Glasen. Ja, da war 1934 ein schwerer Unfall. Können Sie da was sagen? Haben da kann ich mich noch gut erinnern. Die Kaiser, da war ich ja, hat man gesagt, knapp 5 Jahre alt. Da habe ich schon Essen getragen, mein Vater Essen getragen. Das war oben auf dem Friedrichstollen. Und da ist der Kaiser, und da sehe ich heute noch, schon neulich noch mit der Tochter gesprochen, da ist, ich kann mich noch gut erinnern, da bin ich mit einem Kumpel, was heißt der, der war ein paar Jahre älter wie ich, der hat mich mitgenommen, da waren wir oben, wo jetzt der Masten da steht, die Station, die Spannmasten. Dann sind die gekommen und haben die da auf dem Holzbare haben sie heimgetragen. Da kann ich mich noch gut erinnern, ja. Und dann die Klassen, die anderen, die waren ja hier unten auf dem Margrethe-Stau sind die verunglückt. Ja, das war auch die Zeit, klar, hat der alte Wiese gab es zweimal, Vater und Sohn. Der Vater hat damals gerade den Betrieb übernommen von dem Vorgänger und da hat der Wiese, und das war schon ein schwerer Schlag für den. Drei Tote, kann man sagen, in einem Jahr. Ja, und ja.
Ja, da wollte ich noch fragen, mit der Förderung Untertage, das war alles auch Handarbeit. Also die alles wurde alles von Hand geschoben. Alles von Hand gemacht, Handarbeit, ja. Alles ob Schienenstangen, das waren dann die Schuttwaren oder auch die Steinwaren, wo die Steine drauf gefördert wurden und, oder der Schutt. Da wurde alles von der Abbaustelle wurde der dann gefördert bis zum Schacht. Wurde in mehreren Sohlen gleichzeitig gefördert oder war das so nacheinander in Betrieb? Es gibt da viele Sohlen, da fängt ja ganz oben an mit den alten historischen Gruben, im Eugen, Arnold, dann kommt Friedrich Franzen. Da war ja oben die früher Stollen, das war ja alles Firma Kesselstadt übereinander. Und da war das dann in den 30er Jahren, da wurde auch das Schacht getäuft. Das heißt, die Sohlen übereinander, die drei Sohlen übereinander, die waren soweit, kann man sagen, erschöpft. Und dann hat man gesagt, wir wollen jetzt eine Fliese, das war der wollte was bringen. Und da hat der Schacht angefangen zu treiben, in den 30er Jahren. Das war der Gabrielenschacht. Gabrielenschacht, ja. Und da habe ich ja auch mal drin geschaffen. Da wurden noch die anderen Stollen, die wurden dann so nach und nach die eingestellt. Dann ist man bis auf die 50 Meter Sohle, nachher auf die 75 Meter Sohle. Und das heißt, die Lager, die liegen ziemlich alle übereinander. Man hat früher gesagt, der Schiefer, der liegt so ähnlich wie ein auf der Spitze stehendes Ei. Oben etwas dicker und nach unten wird er und so weiter hoch. Man hat die 100 Meter Sohle, wollte man noch erforschen, aber die war doch nicht mehr so rentabel. War die Sohle schon unter dem Niveau von dem Tal? Da sind ja noch zwei Tiefbausohlen unter dem Bach. Ja, da war unter dem Bach 50 Meter. Das heißt, 75 Meter war der Schacht, aber 50 Meter unter dem Bach. Wann ist denn die Arbeit eingestellt worden auf Dachschiefer? Dachschiefer, das war in der 68 wurde ganz eingestellt. Das heißt, 55, 56 hat man angefangen. Die Halden waren so überfüllt, man wusste nicht mehr wohin mit dem Abbaumaterial. Man hat unter Weg unten durch, musste aufbleiben, da hat man schon Bauern gemacht und hat dann versucht. Und dann ist man hingegangen und hat gesagt, was machen wir damit? Man hat das Material genommen, hat es zu Split gemahlen und hat versucht, Betonsteine zu machen. Und das ist bombisch angelaufen, da hat man mit Handarbeit gemacht, also im kleinen Maßstab. Und dann hat man die Anlage gebaut und nachher die zweite Anlage gebaut und dann hat man in Doppelschicht, hat man da. Und dann war das eben so, da kam auch nachher der Eternit in Gang. Und dann war der Rückgang läufig von dem Schiefer erstmal zurückgegangen. Und dann ist er doch, hat normal gereicht, das Betonwerk. Wir haben so circa im Tag, kann man so 20.000 Steine gemacht. Und die wurden auch so schnell, Sageland, Eifel, über ganz gehen, kamen morgens schon 5 Uhr. Und da meistens schon so 6, 7 Lastzüge standen, schon eher die Schicht beginnen für eine Uhr zum Verladen. Also wenn man den Schiefer bearbeitet hatte draußen, dann wurde der aufgereiht in langen Reihen hintereinander. Ja. Wie wurde denn der Schiefer dann verkauft? Hat man den nach Gewicht verkauft, Meter. Nach Stückzahlen? Meter. Also nach Metern wurde Meter, der aber verkauft. Meter waren so viel Kilo. Meter kostet einfach bei der Preis. Also nach Meter hat man ihn verkauft und abgerechnet dann Kilo. Also man hat die Schieferhalden abgebaut, wie die dann weitgehend abgebaut worden waren. Ist man da übergegangen zum Steinbruch oben, Tommerberg hat den Steinbruch angelegt. Ja, ja. War das vorhin bewaldetes Gelände oder war das? Das war bewaldetes Gelände, ja. Da muss erst mal abgeholzt werden und dann nur der Oberteil abgeräumt werden mit Bagger. Ja, wurde dann da freigelegt bis auf den festen Stein. Und dann hat man angefangen und hat dann da Material gewonnen. Wo das Oberteil von dem Stein doch noch nicht so brauchbar war, wurde auch viel Abfall noch, aber wo man hier tiefer war, wo der Stein blauer wurde. Und man wollte ja blaue Steine haben, weil der Schieferstein als Kellerstein muss blau sein. Ja. Und der Stein wurde dann vom Steinbruch nach unten befördert über diesen Bremsberg? Über den Bremsberg, ja. Mit Lohren. Ja. Ja, erklären Sie mal, wie so ein Bremsberg, wie das funktioniert hat. Das war die Anlage oben, das waren die Förderanlage von dem Schacht. Wurde da im Schacht abgebaut. Das waren nur zwei Systeme. Schacht läuft ja auch in zwei Systemen. Ein Korb rauf und der andere runter. Und so ging das bei den Waren auch, die Lohren auch. Eine lief rauf und der andere runter an der Kippstelle. Dann war das dann die Fördermaschine, die war schon schwer, die musste nicht so schwer so sein, aber man war das billigste, was man da eben
gebraucht hat. Ja, mit der Feldmaschine. Also ja, wurde rauf und runter, waren rauf und runter gehabt und da wurde da dann irgendwo, musste auch dann die Anlage zuerst hergestellt werden. Und das war so in der, wie soll ich sagen, der Anfang 70er Jahre. Ja, war noch mit dem Herrn Ulrich, ne? Da Ulrich, war ja, der Ulrich, der ja, ja. Weil man hat ja vorher, hat mir einen Untertan versucht, Abraum, aber das ging in den Bruch. Gell, und das ging dann, da hat man dann Übertag, ja. Aber ja. Da Ulrich wurde dann eingestellt als Betriebsführer und der sollte dann da die Leitung da machen, der sollte dann in Ordnung bringen. Ja, und dann wurde, wie gesagt, oben abgebaut und wurde mit Hubladern dann in die Ware gefördert. Und dann war einer Maschinist, da hat man damals genannt, der hat dann die Waren gefördert. Je nach Anlage, man kriegt von der Braumühle kriegt man Bescheid, Signal. Das heißt, grün fördern, rot ist Stopp. Das ist ja manchmal so gewesen, dass der Waren unterwegs war, kurz vor der Kippstellung. Und da war irgendwo was, dann hat der Knopf gedrückt, da war oben rot. Dann heißt anhalten. Anhalten. Aber wir waren ja nur abhängig von dem Signal, was er uns gegeben hat. Also der volle Wagen, der ist, also aufgrund des Gewichtes, ist der runtergefahren. Ja, in Kippstellung, automatische Kippstellung gegangen. Die Fördernlage war so gebaut, dass die so, der Wagen automatisch in Kippstellung ging. Und in dem Moment war der andere Wagen hier oben. Also der Gabrielenschacht, da war ja ein Förderturm, Fördergerüst. Wann wurde das niedergelegt? Also Ende 60, Anfang 70 wurde teilweise, wurde dann nach und nach, wie man da Material gebraucht hat, Eisen. Hat man das verschrottet? Hat man gebraucht, hat man das verarbeitet. Nicht verschrottet, da wurde nicht verschrottet, wurde sondern verarbeitet. Wo man hier unten an der Anlage gebraucht hat, egal, da hat man hieß es dann so nach und nach. Und als wieder abgebaut war, musste der auch verfüllt werden. Da haben wir auch dann mit dem Abbaumaterial, was wir oben abgeräumt haben, haben wir den auch verfüllt nochmal. Weil das war Vorschrift, der musste verfüllt werden. Ja. Wie tief war der insgesamt, der Schacht? 75 Meter. 75 Meter. Ja. So, ich habe hier eine Zündmaschine von Matthias Michels, das war ja ein Arbeitskamerade von ihm, der schon verstorben ist. Der hat uns diese Zündmaschine hier übergeben für unser kleines Museum, was wir oben am Besucherbergwerk haben. Vielleicht können Sie uns mal gerade das erklären, wie das Gerät funktioniert. Ne? Das heißt, normalerweise wurde ja dann die Schnüre, wurde ja, wenn man Sprengladung angebracht hat, da wurde die hier mit den zwei Zündern, also mit zwei Enden wurde der verklemmt, haben die mal fest. Und du denkst, das kam jetzt in die Zündpatrone rein? War hier noch eine Kapsel drin? Der Zünder war ja elektrische Zünder, da war ein Dreher. Die haben ja vorne am Loch rausgeguckt und die hat man da verklemmt. Und die anderen, wenn das mehrere Schüsse waren, die hat man miteinander verbunden. Und dann Anfang und Ende hat man dann da mit verklemmt. Und dann hat man den eingegangen und hat dann hier gedreht. So hören wir es besser. So gedreht, festgeruckt. Da war das irgendwo, hat das gezündet. Da kamen da Funken raus und hat dann die Zünd, wie viel oben die jetzt sind, weiß ich im Moment nicht. Das wird so wahrscheinlich nicht. Das wirkt praktisch wie so ein Dynamo im Fahrrad. Ein Dynamo im dreht, Fahrrad, gibt's ja. Strom, ja, ja. Und dann gibt's ja, und da muss man Festdruck machen, damit auch die entsprechende Zündung war. Die Spannung da. Die Spannung da drauf war, ja. So, Herr Koster, Sie haben uns viele interessante Auskünfte gegeben. Sie haben ja lange Jahre im Schieferbergbau waren Sie tätig. Und haben sehr viel Fachwissen auch und wir freuen uns, dass Sie uns hier Auskunft gegeben haben, danken uns bei Ihnen, wünschen Ihnen alles Gute und Glück auf.